Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 38 von Europa Universalis 4. Ja, letztes Mal hatten wir ja hier so ein bisschen geguckt, was wir machen können. Wir sind ja eigentlich hier unterwegs, um den Engländern vielleicht ein bisschen Land abzunehmen. Das wäre vielleicht noch eine machbare Sache. Wir sollten dann gucken, dass wir denen den Krieg erklären. Wir haben keinen Diplomaten frei zur Zeit. Oh. Sind die beiden noch? Wer noch eigentlich frei ist noch? Super. Unser Land anschauen. Wir können keinen Krieg gegen die machen wegen eines Regentschaftsrates. Ach so, okay. Wir haben keinen Nachfolger. Das ist unser Problem. Wie alt ist er denn? 13. Ich glaube, dann müsste er noch ein Jahr älter werden. Lass mal die Zeit dann laufen, ne? Ah, ist natürlich auch gerade der Bringer hier, der kleine Mann. Ja, gut, okay. Das ist gerade nicht so gut. Wir hoffen, dass unser Thronfolger dann auch zügig vorankommt. Pause ist automatisch gewesen. Ansteckende Krankheit gibt's. Englischer Schweiß. Stabilität will ich nicht verlieren. Diplomatische Macht. Eigentlich will ich das nicht verlieren. Geld kann ich mir nicht leisten zu verlieren. Der Regentschaftsrat flüchtet aus der Stadt. Komm, wir nehmen das Letzte. Gut, weiterlaufen lassen. Platz frei, das wäre Militär, beruhigt mir aber nicht so wirklich jetzt, weil wir gerade in der Friedensphase sind. Macht dann keinen Sinn. Hier haben wir plus 2 Verwaltung und er macht Diplomatie plus 1. Kaiser Österreich, dass wir die Provence Landen an das Heilige Römische Reich zurückgeben. Nee, das geben wir nicht zurück. Die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst, ha? Huh? Schon wieder einer gestorben. Okay. So, schauen wir mal weiter. Die Meinung von Aachen ist ja doll. Arnold. Regentschaftsrat ist immer noch unterwegs. Das macht's Geld. 7,74. Inflation senken. Unter 2 müssen wir eigentlich nicht und die geht auch noch runter. Alles gut. Ah, der Handel. Lassen wir mal alles so, oder? Haben wir denn noch Händler frei? Nein, die sind beide unterwegs. Hier geht's auch noch nicht voran. Hier auch nicht real. Viel, das dauert auch noch eine Weile. Ich glaube, der Rentschaftsrat ist noch unterwegs, ne? Ja. Ich glaube, da machen wir mal ein bisschen schneller.
damit der junge Mann hier mal 14 wird. Und schwachen Anspruch nur, naja. So. Kriegsmüdigkeit, okay. Steigern können wir die Stabilität auch nicht. Kirche, haben wir auch einiges da. Papstübersicht. Wir sind ja an zweiter Stelle. Papsteinfluss. Ja, können wir mal machen, oder? 10%ige Chance. Mal mehr machen, ne? Pause ist drin. Diplomatische Macht verlieren wir dann schon wieder, ne? Tja. Ich nehme das zweite. Ich denke, das war der richtige Weg. So. 18. Können wir nochmal 15 Punkte investieren. Dann kommen wir schon auf Platz 2. Sind gleichgezogen mit Österreich. Ha. Lassen wir mal so. Was ist denn? Ja, Diplomat abberufen dann. Haben wir noch den Dingens. Agentschaftsrat ist noch aktiv. Der junge Mann ist jetzt 14. War das nicht so, dass die 14-jährig dann auf den Thron können? Gucken wir mal hier noch rein. Schiffslimit haben wir noch nicht erreicht und da sind wir auch unten drunter. Das ist gut so, das lassen wir auch, weil es gerade ruhig ist. Ja, gucken wir hier, was wäre denn... Ja. Schiffe sollten wir dann noch... Ja. So eine Bark wäre ja gar nicht schlecht, ne? Können wir unseren Handel mit verbessern, ne? 75 Tage ist das schnellste. 23 kostet jetzt überall. Ich glaube, wir machen 2. Leisten können wir es uns. Komm, noch mal da noch 2 und dann ist gut. Unruhen in Flandern. Ein neuer König. Jean III de Valois ist da jetzt. So, jetzt haben wir wieder einen König. Lass uns das mal wieder langsamer Rad gestalten hier erstmal. Unsere bevorzugte Einheit ist Langbogen. Ja, können wir auch so lassen. Hier wollte ich noch mal reingucken. Die Unruhen steigen weiter an, ne? Tja. Kernprozents machen, ganz einfach. Zack. Das ist der Weg. Gut. Das dauert alles noch. Was haben wir hier?
Freier Beraterplatz ist nicht schlimm. Waffenruhe wird enden. Okay. Umkämpfte Nachfolge mit Schweden. Ja, wir können ja mal die Beziehung mit Schweden verbessern, oder? Die sind weit weg. Ja, das war hier. So. Lüttich, Labourt, Provence und Kent sind unsere nächsten. Und wir können was bauen. Baracke könnten wir bauen und hier oben Marktplatz. Wo könnten wir das denn mal hinbauen? Den bauen wir mal dahin. Und da bauen wir auch noch einen hin. Da ist schon zu Ende ausgebaut, da geht nichts mehr. Schade, okay. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Geldverluste da oben. Gut, was machen jetzt die Engländer? Wir könnten denen den Krieg erklären. Portugal ist auf deren Seite dabei, auf unserer Seite ist niemand dabei. Das ist schon mal schlecht. Da ändert sich nichts. Labourt müsste man kriegen, aber ob das alles so ist. Ich glaube, Sinn macht das auch nicht so richtig. Noch nicht. Schon wieder einer in unseren Diensten gestorben. Kein legaler Nachfolger, das ist nicht gut. Da müssen wir gucken, ne, dass das vorangeht. Ja. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Ist ein bisschen stillhalten momentan auch, oder? Hier dauert es auch ewig. Ja, momentan ist es dann ruhig, würde ich sagen. Unsere Handelsschiffe fahren durch die Gegend. Ich weiß gar nicht, wie weit die anderen fertig sind. Kann man das irgendwo noch sehen? Ja, da wird noch kräftig gebaut. Sind zur Hälfte fertig. Hier 61%, da unten 50% in etwa. Ja, das müssen wir noch abwarten. Und dann können wir die auf Reise schicken. Insgesamt läuft es eigentlich ganz gut, denke ich. Ist gerade ein bisschen ruhig. Wir wollen versuchen, dann den Engländer hier noch rauszujagen, wenn wir denn auch los sind. Flandern zur Kernprovinz, wie sieht's da aus? Ja, das ist noch relativ wenig fortgeschritten. Hier oben sehen wir das auch, oder? Ne, das ist hier Frankreich. Schweden. Wo wir da 41% holen. Kernprovinz muss man irgendwo aussehen, da. 10,7%, 10-11%, okay. Ist nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.